Herr Egger, Ihre Aussage über den Direktor des Jüdischen Museums, Hanno Löwy, hat österreichweit für großes Aufsehen und auch für Empörung gesorgt. Haben Sie mit dieser Spannweite der Reaktionen gerechnet? Es war nie mein Ziel, so eine österreichweite Diskussion anzuzetteln, aber klar ist, man kann sich nicht permanent den Mund verbieten lassen, und wenn von dieser Seite Kritik kommt, dann muss es auch erlaubt sein, Kritik zurückzuweisen und klar sagen, wie unsere Position ist. Und wenn der Direktor jetzt kritisiert hat, dass wir das Wort Heimat oder heimisch verwenden, uns für unsere heimischen Familien einsetzen, dann lasse ich mir das einfach nicht verbieten, egal von welcher Seite das kommt. Sie haben die Kritik am Deutschlernen ausgesprochen. Hanno Löwy ist Deutscher. Sie haben ihn als Exiljuden aus Amerika bezeichnet. Wie passt das zusammen? Also noch einmal, die Geschichte war ja so, dass er uns kritisiert hat und unsere Plakate und die Verwendung des Begriffes heimisch verwendet hat. Und ich sage noch einmal sehr klar, wir lassen uns die Verwendung dieses Wort heimisch nicht gefallen, weil es nicht ausländerfeindlich ist, sondern nur sagt, dass wir für unsere Staatsbürger eine bessere, stärkere, gute Familienförderung wollen. Und wir haben nur reagiert. Also man sollte hier nicht die Geschichte permanent umdrehen. Und ich habe dort auch klar gemacht, von welcher Seite diese Kritik gekommen ist. Und ich sage noch einmal, mir ist egal, wer das kritisiert. Ich habe eine Meinung dazu und die vertrete ich auch. Und das Recht, mich zu verteidigen und meine Position zu verteidigen, die nehme ich mir heraus und die lasse ich mir auch nicht nehmen von niemandem, auch nicht vom Regierungspartner, indem er hier versucht zu erpressen mit dem Entzug von Regierungssessel. Wenn Sie sagen, die Herkunft spielt keine Rolle, hätte Ihre Kritik am Museumsdirektor Löwy nicht anders ausfallen können? Die Herkunft spielt keine Rolle und ich empfinde das Wort Jude auch nicht irgendwo als was Schlimmes, weil ein Jude ist ein Jude, ein Christ ist ein Christ, ein Moslem ist ein Moslem, ohne irgendwelche Wertungen. Aber man darf schon auch festmachen und klar feststellen, von welcher Seite die Kritik kommt. Und wenn sie von dort gekommen ist und auch mit dem jüdischen Hintergrund argumentiert worden ist, so darf man das auch sagen, dass ich überhaupt nichts Schlimmes und schon gar nicht Antisemitismus. Ihr Regierungspartner, der angekündigt hat, nicht mehr in eine Koalition mit Ihnen eingehen zu wollen, hat es sich rentiert, diese Koalition aufs Spiel zu setzen, und fühlten Sie sich durch die Kritik von Romberg, Pountney und Löwy provoziert und haben sich zu einer Aussage hinreißen lassen? Nicht wir haben diese Regierungszusammenarbeit aufgekündigt, sondern das hat die ÖVP in Person Landeshauptmann Sausgruber gemacht. Und er muss den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern erklären, warum er vor der linken Maschinerie und dem Direktor des Jüdischen Museums wegen dieser Geschichte in die Knie gegangen ist und eine über Jahre hinweg erfolgreiche bürgerliche Zusammenarbeit aufgekündigt hat. Aber haben Sie sich durch die Kritik dieser drei Personen hinreißen lassen zu dieser Aussage? Nein, ich habe meine Position vertreten. Ich habe die Kritik zurückgewiesen, und zwar in aller Deutlichkeit. Und das muss erlaubt sein. Wenn man kritisiert wird, dann hat man auch das Recht, seine Position zu vertreten.